Hallöchen, meine lieben Touchmonster da draußen. Hattet ihr ein schönes Wochenende? Ich hoffe schon. Freut mich, dass ihr wieder da seid bei meinem Minecraft Pixelmon Let's Play. Und wir sind immer noch da, wo wir das letzte Mal beendet haben. Hier bei diesem Stück Berg, der offensichtlich danach aussieht, als ob Marco von Miris Welt und Corito dort ein bisschen rumgesprengt haben. Erforschen tun wir später vielleicht. Oder nee, das machen wir diese Folge. Ich habe mal Lust auf ein bisschen Explorer-Action. So, und ihr seht, ich benutze ein anderes Texture Pack, ein 32x32er, nämlich LB Photorealism. Ich habe nämlich mein Minecraft nochmal neu installiert gehabt und dementsprechend ist leider Gottes durch meine Dummheit, ja, wie soll ich sagen, das Pokémon Texture Pack von Hand gekommen. Und dementsprechend habe ich einfach mal das reingehauen, in der Hoffnung, dass es anständig funktioniert. Oloipop, was ist denn da los, bitteschön? Warum? Oloipop tried to use Thunderbolt, but it missed. Ah, jetzt hat das. Okay, super, sehr schön. Monferno has grown to level 19. Flame Wheel. Nehmen wir natürlich, so. Ich habe nämlich versucht gehabt, eine Mod zu installieren, nämlich von ja, dem perversen Pikachu vorgeschlagen, die Pokebike-Mod, also Pokecycle. Und leider Gottes funktioniert sie nicht. Ich kann sie installieren, es wird angenommen. Ich habe Minecraft auf die aktuellste Forge installiert, die ihr ja hier eingeblendet seht, irgendwo da unten, welche Version das jetzt aktuell ist. Und es crasht. Und okay. Was zur Hölle? Leute, was habt ihr hier gemacht? Mein Gott. Alter, das ist doch Miep. Ja. Und hopp. Hier ist Eisen. Eisen mitnehmen. Oh Mann, da muss ich erstmal heile runterkommen hier. Ja, muss ich erstmal heile runterkommen. Aber Gott sei Dank gibt es sowas wie ein Naturfahrstuhl hier. Alter, wie tief seid ihr denn gegangen? Das passiert, wenn man Freunde in Minecraft auf seiner Welt zocken lässt, ohne dass man dabei ist. Ich wusste, dass die rumgesprengt haben. Ich habe es in-game gehört gehabt. Und ja, jetzt wissen wir auch, wie weit die beiden gesprengt haben. Haben sogar daran gedacht, hier ein Kreuz zu bauen. Schick. Zack, 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 zack. Oh, ich bin. Oh, hier ist ja Tiefwasser. Hä? Wieso ist denn hier jetzt auf einmal Tiefwasser? Alter, das war doch eben gar nicht. Das hat eben danach nicht ausgesehen. So. Ja. Na, alte Mine. Schick. Jetzt gucken wir uns das Kreuz mal hier ein bisschen genauer an. Ja, schön. Was habt ihr da oben für ein Schild hingepackt, ihr Dummies? Ah, okay, gehen wir mal gucken. Magikarp. Noch ein bisschen höher. Noch ein Token. Corn Zero bei Kurito and Weary. Haben sie sich auch noch verewigt? Naja, was soll's. Ah, die hatten Spaß, das ist mir wichtig. Wir haben ja auch am Poké Tower bzw. Stark Tower weitergespielt. Oh Leute, die armen Magikarps. Das wird sich jetzt mal kurz geändert. Magikarp. Oh Mann. Hier, kommt ins Wasser. Genau. Wobei Magikarp eigentlich sich ja so liegen gewohnt ist, wenn man ihn fängt. ich glaube, ich fange mir jetzt auch eins. So. Mal schauen, ob es funktioniert. Hier wird es jetzt gleich wehtun, wenn ich hier runter will. Ja, wird es. Versuche ich mal bei 2, während ich hier die Kohle abbaue.
Ja, da hat der World Server, also der interne Server, den Minecraft hier aufsetzt. Wir haben Magikarp gefangen und ich werde den auf jeden Fall zu Gyarados weiterentwickeln. Ich brauche den ja mittlerweile dank des XP-Teilers nur einmal rufen und dann bekommt er XP. Finde ich sehr gut. Und wir haben auch einen Erfolg bekommen. Pokédex zu 1% erledigt. Sehr schick. Jetzt wechsle ich wieder gegen die Fackeln. Gold. Lieber Gold haben als gar nichts. Alter, schaut euch das hier. Wie tief sind die denn noch gegangen? Alter. Leute, ihr hattet Langeweile. Pure Langeweile. Alter, schaut euch das hier an, Alter. Wie tief sind die denn noch gegangen, ey? Boah. Leute. Das ist nicht das, was ich gerade denke, oder? Doch, die sind bis auf den Grundstein gekommen. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Bis auf den Grundstein haben die sich da geballert, ey. Alter. Da hattet ihr echt Spaß bei, wa? Bei der Sache. Ah. Wer weiß, wie viel Fossil die beiden hier bei der Sache zerstört haben. Nach denen wir ja auch schon lange suchen. Schön Fossile für Kabutops oder ähnliches. Auf jeden Fall muss ich hier mal gucken, ob ich meinen Eimer mit Wasser füllen kann. Das wäre nämlich nicht schlecht. Essen habe ich noch genug im Magen. Leute. Okay, ich krieg hier kein Wasser hin, aber da. Na, das ist mir zu riskant, ehrlich gesagt. Sehr riskant. Vor allem, wenn ich in Lava falle. Werde ich hundertprozentig verrecken. Wie machen wir das jetzt hier? Leider kriege ich hier jetzt kein Teilchen oder sowas. Leider Gottes irgendwie. Och Leute, was habt ihr hier gemacht? Oh Mann. Überall schön Obsidian produziert. Wäre ja mal gar nicht mal so verkehrt, wenn wir es mal bräuchten und eine Diamantspitzhacke hätten zum Abbauen. Ui, das war knapp. So. Alter. Lila Leute. Fackel. Irgendwo dürfte hier doch noch Kies rumliegen. Oder irgendwo in der Wand ein Fossil freigelegt worden sein. Redstone nehmen wir natürlich auch mit, auch wenn ich die ganzen Redstone-Bauten in Creative-Modus machen werde, die noch notwendig werden. Aber die Höhle einfach mal erforschen, das ist ja auch mal ein schönes Erlebnis. Das Lab. Oh, Diamant. Diamant. A Diamant. So, jetzt geht die Lava mal weg. Hoffentlich. Ja. Lava geht weg. Lava geht weg. Lava geht weg. Und weg ist die Lava. Weg ist frei. Zur nächsten Lava-Grube.
Oh wei. Ich habe hier jetzt richtig Angst. Irgendwie. Naja, wie soll ich sagen? Zu verbrennen. Einfach in die Wand hauen und dann... Smaragde. Und hier haben wir Kies. Das ist schön. Hier haben wir Kies, das ist gut. Sehr gut. Wir haben Kies, wir haben Lava. Ach, das ist Erde. Naja, langweilig. Das ist Kies. Oh Mann. Beweg mich hier mal vorsichtshalber nur in Bullet Time voran. Ganz langsam also. Oh, noch ein Smaragd. Haha, Dorfhändler, ich komme. Irgendwann. Oh, oh, oh. Aber eins muss man den beiden lassen. Die hatten derbe Spaß. Wärt ihr im TS gewesen da oder in der Skype-Konferenz, ihr hättet euch totgelacht, so wie die gelacht haben auf jeden Fall. Und das freut mich ja, dass die beiden Spaß hatten und dass die beiden auch zukünftig hier und da auch wieder dabei sein werden. Ach, das ist schön, mit Freunden zu spielen auf jeden Fall. Besser als alleine. Und da gehen die Bauten auch viel schneller. Oh, ein Golbat und ein Moonstone, oder wie die heißen. Steak. Was haben wir hier aufgesammelt jetzt? Gebratenes Hühnchen. Ach, verrottetes Fleisch. Oh, Dicklet. A Dicklet. Ein dickes Let. Hopp. Ich baue mich mal vorbei. Das ist ja... Hätte ich nicht gewusst, dass die beiden hier jetzt rumgesprengt haben, würde ich meinen, das ist eine Naturamine. Da geht's auch lang. Da baue ich mich jetzt mal hoch. Oder? Ja, baue ich mich da mal hoch. So. Hopp. Wieder ein Smaragd. An dieser Stelle danke an Marco und Corito, dass ihr diese Grotte gesprengt habt. Ich habe Smaragde gefunden, die eigentlich relativ schwer zu finden sind. Und ein Diamant, also Dankeschön dafür. Also eure Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier geht's doch nicht weiter, das ist schade. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie in die Lava falle. Denn irgendwie komme ich hier jetzt auch nicht mehr raus. Zack, zack, zack. Da ist Eisen, Eisen lasse ich jetzt mal. Hopp. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt geht's hier wieder rüber. So. Ja, ich übersehe Kohle und so weiter, aber das ist nicht besonders schlimm. Wo komme ich hier nochmal raus? Oh Gott. Ich habe zu futtern dabei. Ich habe ein geringes Maß an Ausdauer dabei. Und ich würde mal sagen, beenden wir hier in dieser schönen Grotte einfach mal die Folge für heute. Ich, bin sehr überrascht darüber, was die beiden hier angefangen haben zu sprengen. Und ja, nächste Folge werden wir den Crown Zero natürlich weiter untersuchen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie Fossilien oder etc. Mal schauen, ich will es natürlich hoffen. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten bei euch. Zu meinem momentanen Upload-Plan, da ich Assassin's Creed ja gecancelt habe, weil es offensichtlich halt etwas ausgelutscht ist und ich euch ja etwas Aktuelleres zeigen möchte.
Ja, werde ich trotzdem alle 2 Tage, also Montag, Mittwochs und Freitags, Minecraft Pixelmon hochladen. Und sobald das Großprojekt von mir und Corito startet, wird dann wieder soweit täglich kommen. Näheres erkläre ich dann später nochmal, wenn das erstmal alles konzipiert ist, was wir da, ja, verursachen wollen, nenne ich es mal. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Höhlenexpedition der besonderen Art und Weise und seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, bleibt nerdig auf dem Weg zum Pokémon-Meister, wollte ich jetzt auch noch sagen. Bis zum nächsten Mal. Horrido! Hallöchen, meine lieben Taschenmonster. Willkommen auf meiner Endcard von dieser etwas, wie will ich sagen, außergewöhnlichen Folge, wo ich ja diese Grotte, den halb weggesprengten Berg von Corito und Marco von Miris Welt gefunden habe. Wir haben uns in die Höhle begeben und führen die Erforschung natürlich weiter fort. Immerhin schon zwei oder drei Smaragde eingesammelt und ein Diamant, das ist schon eine schöne Beute. Vielleicht finden wir auf der Ebene, weil sie ja bis zum Grundstein hinabgesprengt sind, auch irgendwie unsere Fossile, die wir ja benötigen. Und ja, auf dieser Endcard ist es jetzt wieder nur eine Zweier-Endcard. Verweise ich euch diesmal auf die letzte Minecraft-Pixelmon-Mod-Folge. Und ja, in der Mitte können mich neue Zuschauer gerne abonnieren. So langsam muss ich mal wieder dran denken, das zu verlinken. Naja, passt schon. Und ja, was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir nerdig auf dem Weg zum Pokémon-Meister und auch im realen Leben immer nerdig bleiben. Dann hat das Leben auch einen Sinn. Badum Busch. Bis denne.